Und ich grüße euch zurück zu The Raven. Im Orient Express sind wir auf der Suche nach Antworten. Wir werden jetzt mal mit Mrs. Miller sprechen. Miss Miller macht einen tüchtigen Eindruck. Sie wollte die Lady vor mir, einem aufdringlichen Fan, schützen. Sie wirkt aber auch nervös und angespannt. Tüchtig. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit Matt schon alle Hände voll zu tun hat. Und dann auch noch eine Chefin, die als schwierig gilt. Wir sprechen mal mit der Guten. Wir bringen die wieder runter. Miss Miller? Ja? Matty, der Junge. Der kleine Junge. Matt, das ist Ihr Kind? Oh ja. Hat er was angestellt? Nein. Ich habe ihn schon kennengelernt. Ein cleverer kleiner Kerl. Wir nennen ihn immer den Professor, weil er so altklug daherredet. Wenn man ihm nur die Flausen austreiben könnte. Den Professor, der rennt hier mit einer Waffe rum. Man sollte ihn den Sträfling nennen, den Häftling. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, ich fürchte, ich habe mich ganz auf meine Handarbeiten konzentriert. Hat immer schrecklich viel zu tun, meine Mary. Wenn es Ihnen nicht recht ist, dann müssen Sie es sagen. Herrgott, Kindchen, stricken Sie so viel Sie wollen. Also, keine besonderen Vorkommnisse. Nein, Wachtmeister. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Goodbye. Sowas kann ich ja leiden. Sie hat alle Feinde voll zu tun. Oh, ich höre sofort auf, wenn Sie das möchten. Oh. Ganz grausig. So, wir haben also mit den beiden gesprochen und gucken uns mal an, was es hier im Wagen noch so zu entdecken gibt. Nichts. Lass mich eins versuchen. Wir haben Punkte verbraucht. Hier oben gibt es Punkte. Ich denke, für Tipps verbraucht man Punkte. Lassen Sie alle aktuellen Hotspots anzeigen. Du bezahlst dafür Adventure-Punkte. Öffne das Notizbuch. Rückkehr des Raben. Inspektor Legrand, Legrands Falle, der Geiger. Alles klar. Das ist natürlich cool. Hier haben wir für alle. Aha. Für alle kleine Notizen gemacht. Der Geiger liegt allen auf der Tasche. Die verschlossene Kabinentür. Das ist natürlich sehr interessant. Das ist gut, das gefällt mir. Was haben wir hier noch? Ingame-Menü sind die Einstellungen. Und das hier war der Tipp mit den Hotspots, oder? So, wir haben also getippt und das hier gefunden. Aber ganz ehrlich, da muss man wirklich ganz genau hingucken. Ansonsten hätte ich das jetzt auch nicht gesehen. Das Glas mit Zahnstochern. Die Zahnstocher muss der Steward hier vergessen haben. Normalerweise wird einem so etwas dezent nach dem Essen gereicht. Ja, normalerweise stehen die in den Lokalen, bei denen ich immer bin, schon auf dem Tisch. Aber das ist natürlich nicht so fein wie der Orient Express in der Schweiz. Wir haben Zahnstocher. Was haben wir hier noch? Tabletten. Wir haben ein Portemonnaie. Ist das wirklich unser Portemonnaie? Ich habe es mir letzte Woche auf einem Flohmarkt gekauft. Es gefiel mir, weil es eine Geschichte erzählt. Jemand hat es vermutlich gegen ein neueres Modell ausgetauscht. Dabei tut es noch seinen Dienst. Na super, ein altes, abgeranztes Portemonnaie. Wer kauft sich sowas? Also bitte. Das ist ja nur wirklich was. Wenn man es dann irgendwann kaputt hat, dann kann man es ja wegtun. Man muss es nicht noch weiterverkaufen. Vor allem dann kauft er es auch noch. Eventuell hat er es aber auch in Zürich auf dem Bahnhof gefunden. Wir wissen es nicht. Tabletten für meine Herzprobleme. Ich soll eine nehmen, wenn ich Beschwerden habe. Meine Tochter bestand darauf, dass ich sie mitnehme. Sie war strikt gegen dieses kleine Abenteuer. Aber meine Entscheidung stand fest. Ja, eine Zugfahrt. Die hölzernen Zahnstocher sind in kleinen Papierbriefchen verpackt. Mir fällt nichts Besonderes auf. Alles klar. Dann soll es das hier auch schon gewesen sein. Machen wir uns doch auf. Wir können gar nicht in den nächsten Waggon. Doch, hier hinten steht doch wer.
Ah, schon sind wir da durch. Wen haben wir hier? Dr. Gebhardt. Wer bist du? Zellner. Richtig, richtig. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sag mir sofort, wer du bist, Glatzkopf. Sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug oder in Zürich etwas Verdächtiges aufgefallen? Sie meinen, abgesehen davon, dass mir mein Koffer auf dem Bahnsteig gestohlen wurde? Nein. Gibt es denn Grund zur Beunruhigung? Nein, reine Routine. Herr Wachtmeister Zellner, halten Sie mich bitte nicht für naiv. Ich habe den Inspektor von Interpol erkannt. Legard heißt er, wenn ich mich richtig entsinne. Legrand. Auch gut. Er hat auf dem Bahnhof in Zürich eine Geldkassette in einen Tresor gelegt und dann die Verladung des Tresors überwacht. Erzählen Sie mir nicht, ein Mann seiner Gehaltsstufe fährt routinemäßig durch die Alpen, um Geldkassetten zu bewachen. Eine Geldkassette? So wie man sie in Schließfächern findet? Ganz genau. Und ich glaube, wir haben beide eine Vermutung, was sich darin befindet. Nein. Das Auge des Sphinx ist ja weg. Ich habe in der Tat eine Theorie. Aber wie lautet Ihre? In London wurde ein Rubin gestohlen. Eines der beiden legendären Augen des Sphinx. Aha, eines der beiden. Der zweite Stein, ein Smaragd, soll sich Gerüchten zufolge in einem Schweizer Banktresor befinden, wenn ich mich recht erinnere. Beide Steine sollten in einigen Tagen erstmalig seit fast 50 Jahren gemeinsam in Kairo ausgestellt werden. Da ergibt sich doch ein Bild. In der Tat. Hat er recht. Hat er recht. Hätte ich gewusst, dass es zwei Augen gibt, dann hätte ich das natürlich auch sofort gewusst. Aber ein Smaragd ist doch grün. Und der erste Stein war rot. So quasi ein Rubin. Wer macht denn sowas? Ein grünes und ein rotes Auge. Sähe aus, als hätte die Sphinx eine 3D-Brille auf. Komisch. Gibt es etwas Neues zum Raub in London? Schon ein starkes Stück, nicht wahr? Das müssen Profis gewesen sein. Wie sie eines der besten Sicherheitssysteme der Welt ausgeschaltet haben, das ist schon beeindruckend. Menschen wurden verletzt. Ach, man kann solch einen Einbruch nicht ohne Kollateralschäden durchführen. Der Rabe scheint endlich einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Wir können uns auf neue, spektakuläre Coups freuen. Wenn der neue Rabe so rücksichtslos vorgeht, werde ich es dieses Mal nicht genießen können. Wie Sie meinen. Welcher Inspektor oder Wachtmeister genießt es auch, wenn da einer so sein Unwesen treibt? Und vor allem hochsicher bewacht. Da waren zwei alte Männer als Wachtmeister dabei und ein Polizist, der aus dem Nichts kam. Also bitte, ich bin ja der Meinung, der Polizist, der noch dazu gesagt hat, der Wächter soll die Taschenlampe ausmachen, steckt damit drin. Kann ja nicht sein. Er rät dem Wächter, die Taschenlampe auszumachen und zwei Sekunden später, ups, ist das Auge weg. Zufall? Ich glaube nicht. Aber das werden wir alles noch herausfinden. Dürfte ich mir vielleicht Ihre Zeitung ausleihen? Sie können gern den Teil haben, in dem über den Einbruch berichtet wird. Darauf haben Sie es doch bestimmt abgesehen, nicht wahr? Sie haben mich ertappt. Bitte sehr. Danke vielmals. Nicht doof, der Dr. Gebhardt. Etwas anderes. Wissen Sie, wo der Schaffner ist? Das wüsste ich auch gern. Ich habe ihm in Zürich aufgetragen, nach meinem verschwundenen Koffer zu suchen. Bisher hat er sich noch nicht wieder gemeldet. Vermutlich macht er mit den Kofferdieben gemeinsame Sache und ist gar nicht wieder in den Zug gestiegen. Wenn gegen das Gesindel nicht bald hart durchgegriffen wird, werden solche Lumpen eines Tages die Welt übernehmen. Nun, noch wissen wir ja nicht, was vorgefallen ist. Er ist nicht hier, um seine Arbeit zu erledigen. Das ist schlimm genug. Ich wette, der Schaffner sitzt in der verschlossenen Kabine mit dem Portemonnaie von der Baroness und dem Koffer von ihm und wühlt sich in seiner Beute. Was ich eigentlich wollte, die Baronin vermisst ihre Brieftasche. Eine Baronin? Dieser Zug ist ja ganz schön hochkarätig besetzt. Dort drüben die Queen of Crime und jetzt auch noch eine Baronin. Haben Sie die Brieftasche gesehen? Leider nein. Kennen Sie Lady Westmacott? Sie haben sich mit ihr unterhalten? Naja, ich bin ein Bewunderer ihrer Arbeit. Wie so viele andere. Ich habe mal in der Zeitung gelesen, dass nur Shakespeare und die Bibel häufiger verkauft wurden als ihre Kriminalromane.
Das habe ich auch gehört. Sie muss unverschämt reich sein. Und als Arzt müsste man wohl 1000 Jahre arbeiten, um so viel Geld zu verdienen. Auf Wiedersehen, Dr. Gebhardt. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Es war ein angenehmer Plausch. Nur ein etwas abruptes Ende. Alles klar, die alte Frau ist also stinkend reich. Nur die Bibel und Shakespeare haben sich öfter verkauft. Das heißt, sie ist quasi nur der zweiterfolgreichste Schriftsteller überhaupt. Die habe ich schon als Kind geliebt. Sie haben nur einen Nachteil. Sie vertragen sich nicht mit dritten Zähnen. Ja, sack ein das Zeug. Vielleicht, wenn ich sie nur ganz vorsichtig lutsche. Jetzt ist mir hier das Spiel ganz kurz aus dem Modus gegangen und abgeschmiert. Also nicht das Spiel abgeschmiert, sondern ich bin nur auf den Desktop gekommen. Das wird für euch jetzt ein kleiner Schnitt. Das tut mir leid, aber ich konnte es nicht verhindern. Wir haben uns also jetzt ein Karamellbonbon geschnappt. Das sollte ja eigentlich nur lutschen. Vielleicht können wir noch mehr nehmen. Ich hätte gedacht, dass mich Karamellbonbons einmal daran erinnern würden, wie alt ich geworden bin und was ich schon alles hinter mir lassen musste. Sachen gibt's. So, wir können hinter die Bar gehen und da noch mehr entdecken. Wenn der Steward nirgendwo aufzutreiben ist, hat er wohl auch nichts dagegen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Ja, so ist das wohl. Solange es keiner sieht, ist es kein Verbrechen. Merkt euch das, liebe Kinder. Der Block, auf dem der Steward die Bestellungen notiert. Leer. Vermutlich benutzt er ihn nicht, wenn so wenig los ist wie heute. Oder die Leute bestellen nichts. Den Block brauche ich nicht. Aber vielleicht ist mir der Bleistift irgendwann mal von Nutzen. Haben wir ja noch was anderes? Eine Schere. Vermutlich benutzt der Steward die Schere, um widerspenstige Verpackungen zu öffnen. Heutzutage wird ja fast alles verpackt und verschweißt. Ein Kollege hat mir kürzlich von Suppen erzählt, die pulverisiert in Tütchen verkauft werden. Ich konnte es nicht glauben. Ach, das ist Hexerei. Magie. Ich habe ich vorhin vergessen zu sagen, wir sind irgendwann Mitte der 60er Jahre. Also sowas wie eine Tütensuppe von Brühwürfel kannten die quasi noch nicht. Ich lasse die Schere hier. Wenn ich sie brauche, weiß ich, wo sie ist. Na, so ein Blödsinn. Die kannst du einstecken und dann hast du immer eine Schere dabei. Ist nie verkehrt. Vielleicht wird darin der Schlüssel für die Kabinen aufbewahrt. Abgeschlossen. Wo steckt der Kerl nur? Wer könnte den verdammten Schlüssel haben? Ich ahne ja Furchtbares. Betrachte das Radio. Das soll einer sehen. Ein Weltempfänger. Wahnsinn, wie klein die Dinger in den letzten Jahren geworden sind. Naja, ich kann sie komplett hinter meinem Bauch verstecken. So, hier oben eine Kaffeemaschine. Jetzt ein Kaffee, das wär's. Eine Schublade, öffne die Schublade, ging nicht. Schere will er nicht. Jetzt machen wir das Teil doch mal an. Errungenschaft, Musikliebhaber. Das war's aber auch schon. Ja gut, dann gehen wir wieder vor den Tresen, oder? Und machen uns weiter auf den Weg durch. Nein, stopp. Hier geblieben. Ne, jetzt ist er schon durch. Sind wir draußen, betrachte die Leiter. Die Leiter führt hinauf aufs Dach. Man müsste lebensmüde sein, um bei voller Fahrt dort hinaufzuklettern. Der Fahrtwind, Tunnels. Nein, ich bleibe hier unten. Ich habe das Gefühl, wir werden uns in diesem Spiel irgendwann nochmal auf dem Dach wiederfinden. Ich vermute stark, dass die Tür verriegelt ist. Probier's aus. Nein, sie ist offen. Stecken Sie die Waffe weg, Robert. Wenn ich vorstellen darf, Constable Robert Oliver vom Yard.
Und das hier ist der verehrte Wachtmeister Zellner von der Schweizer Polizei, der offensichtlich seine Neugier nicht im Zaum halten konnte. Den kennen wir doch. Das ist doch der, der zufälligerweise beim Raub auf das erste Auge dabei war und es nicht beschützen konnte. Gerade der soll jetzt quasi das zweite Auge beschützen. Das stinkt doch alles bis zum Himmel. Ich hatte also recht. Sie wollen ja wirklich jemanden in die Falle locken. Das geht Sie wohl kaum etwas an. Vielleicht jemanden, der zuletzt in London zugeschlagen hat? Und mit welchem Speck sollte ich diese Maus fangen wollen? Mit einem Auge? Ein Auge, das auf dem Weg von Zürich nach Kairo ist? Oh, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Bravo, Herr Wachtmeister. Sie werden mir hoffentlich zugestehen, dass ich als Schweizer Polizist in meinem eigenen Land Ermittlungen anstelle. Sind wir noch in der Schweiz? Ich könnte Ihre Augen im Zug sein, solange Sie hier im Transportwaggon sitzen. So? Ich will auch mitspielen. Ich will auch mitspielen. Was wissen Sie über diesen Erben des Raben? In die Luft jagen wollte er mich. Robert, wir wissen noch nicht, mit wem wir es zu tun haben. Der neue Rabe ist auf jeden Fall ein gefährlicherer Mann als der alte. Woher wissen Sie, dass es ein Mann ist? Es könnte auch eine Frau sein. Oder mehrere Männer. Und woher wissen Sie überhaupt, dass es ein neuer Rabe ist? Monsieur? Ah, lassen wir das. Eventuell hat er ihn gar nicht getötet. Im Zug befindet sich ein Professor Lucien. Er ist Archäologe aus London. Was ist mit dem? Nun, wie es scheint, wurde er aus seiner Kabine ausgesperrt. Wie das? Naja, die Tür ist abgeschlossen und er steht ohne Schlüssel draußen. Wurde sie von innen verriegelt? Möglich. Glauben Sie, die verschlossene Tür könnte wichtig sein? Professor Lucien spielt in dieser Geschichte eine gewisse Rolle. Nun gut, Wachtmeister Zellner. Seien Sie meine Augen und Ohren im Zug und verschaffen Sie Professor Lucien Zugang zu seiner Kabine. Anschließend kommen Sie zurück und erstatten mir Bericht. Ja, Monsieur. Ja, 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 ich darf mit den großen Jungs spielen. Dann ist da noch die Baronin. Sie vermisst ihre Brieftasche. Baronin von Trebitz? Interessant. Allerdings, Sir. Aber es wird wohl trotzdem nichts mit unserem Fall zu tun haben. Also soll ich mich nicht darum kümmern? Doch, warum nicht? Es ist Ihr Job als Polizist. Erwarten Sie nur nicht, dass wiedergefundene Brieftaschen mich sonderlich beeindrucken. Dann werde ich mich jetzt um die Tür kümmern. Tun Sie das. Und Wachtmeister Zellner? Ja? Stören Sie uns nur, wenn Sie neue Erkenntnisse haben. Sicher. Ein Dieb könnte nervös werden, wenn ich mich zu oft im Transportwaggon herumtreibe. Exakt. Klopfen Sie zweimal, dann wissen wir, dass Sie es sind. Verstanden. Aye, aye, Sir. Ich ermittle in Legrands Namen. Damit bin ich einen Schritt weiter. Wenn ich ihn von meinen Fähigkeiten überzeugen kann, ist dieser Fall für mich vielleicht doch noch nicht beendet, bevor er begonnen hat. Also, wir wollen hier unbedingt mitspielen. Und dürfen das jetzt auch. Wir müssen jetzt den Archäologen irgendwie in seinen Waggon bekommen. Der rothaarige Polizist, der macht mich skeptisch. Dem traue ich keinen Meter über den Weg. Wir schauen mal, was das noch gibt. Und das Ganze morgen. Haut rein. Ciao.